Deutschen trüben Wetter wieder entflohen und sind jetzt wieder hier in Puerto Morelos, Mexiko. Haben einen 7-Sitzer am Start und haben im letzten Jahr so einige Kontakte knüpfen können. Darum werden wir wahrscheinlich dieses Jahr endlich mal den Tauchschein machen, den Open Water Diver, weil wir eine Babysitterin für unseren Kleinen gefunden haben. Unser Kumpel Juanjo, der uns das Auto vermietet hat, hat uns empfohlen, zu diesem Laden zu gehen. Da soll es wohl sehr guten Fisch und sehr gute Shrimps geben, also Camarons. Und wir werden das jetzt mal ausprobieren. Ja, für mich war leider nicht so viel Auswahl da. Ich habe mich dann doch für den Salat entschieden, jetzt mit ein paar Pommes. Ist halt sehr viel Fleisch konsumiert hier und sehr viel Fisch. Das ist ein reiner Fischladen, so wie es hier aussieht. Na, wie schmecken die dir? Super. Und wie ist die Soße, Anja? Das ist ja ganz wichtig bei solchen Sachen. Sehr, sehr gut, ehrlich. Ja, meine Pommes schmecken auch gut. Da schmeckt man wirklich, dass es aus frischen Kartoffeln geschnitten wurde. Und mein Salat schmeckt nach Avocado, Tomaten und Lechuga. Ja, der Sadie will hier schon arbeiten gehen. Ja, wie ist das aufgebaut hier? Wie ist das aufgebaut? Das ist ein KVZ. Wisst ihr, hier ist das angelegt. KVZ oder vielleicht doch MFG? Man weiß nicht, was in der rechten Tür sich verbirgt, ne? Schau mal rein. Das ist ein KVZ. Guck hier, der EVS mit Schraubendrehbe. Das ist ohne LSA. Das wird angelegt und dann ist der Rangierdraht hier rübergezogen. Wisst ihr? Die gleichen Rangierdrähte, wie wir auch zu Hause haben. Guck. Tja, so sieht's aus. Das nur, dass die hier wahrscheinlich öfter dahin rosten. Und ohne Tür auch. Mit guter Durchlüftung drankommt. Ja. Kannst du dir also vorstellen, hier zu arbeiten, ja? Ja, easy. Außer, dass es hier meistens alles oberirdisch ist. Vielleicht müssten wir dann nochmal eine Weiterbildung machen. Wer weiß. Jetzt hier im Espartano Gym. Das ist bislang das ganze Gym hier in Puerto Morelos. Und jetzt wird es ein bisschen über Kopf drücken und Klimmzüge.
fertig. Wir haben heute erstmal über Kopfdrücken gemacht, einen Supersatz mit Klimmzügen und dann Bankdrücken und Rudern und dann ein bisschen Kleinkram hinterher. Auf jeden Fall ein geiles Gym hier. Ich weiß nicht, wie heißt es? Espartanos Gym. Da steht's. Ein cooles Gym. Oder was sagst du, Anja? Zufrieden hier? Kann man nur empfehlen. Auf jeden Fall haben wir diesmal echt ein geiles Auto erwischt. Mit Automatikgetriebe. Sehr groß. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg nach Hause. Denn zu Hause wartet der Levi auf uns mit der Itzel, unserer Babysitterin. Hallo Baby! Ja, Baby? Was machst du denn da? Sag tschüss, Itzel. Mach bye bye. Oh, was gibt's zu essen, Anja? Lecker Burrito. Lecker Burritos. Selbst gemacht natürlich, ne? Ja, nach dem Training braucht der Körper doch einen guten Burrito, oder? Sehr geil.